Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seine Rasenkanten schneiden und somit auch mit einem Trimmer bzw. Freischneider diese natürlich richtig trimmen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei uns wird der Rasen von einem Mähroboter mit extra Rasenkantenschnitt geschnitten. Jedoch kann man an den Rändern relativ gut sehen, dass da das Gras einfach zu lange wird und somit natürlich auch über die Randsteine drüber klappt. Und damit wir natürlich auch allgemein ein schönes Gesamtbild haben, müssen wir hier einfach immer mal wieder extra ran. Ich verwende hierfür einen einfachen Rasentrimmer, den kann ich einfach um 90 Grad mal auf den Kopf stellen und dann schaue ich einfach, dass ich direkt neben meinen Randsteinen so einen kleinen Streifen reinschneide. Es gibt übrigens auch spezielle Modelle, da lässt sich vorne der Kopf noch einmal extra drehen, was natürlich eventuell etwas leichter sein kann. Jetzt aber erst einmal Schutzbrille und Gehörschutz anziehen und dann können wir auch schon Schritt für Schritt mit dem Schneiden beginnen. Mit etwas Übung wird man hier natürlich deutlich schneller und bekommt den Schnitt auch immer besser hin. Und wer jetzt übrigens nicht das Mikroplastik von dem Faden hier im Garten haben möchte, da gibt es auch noch spezielle biologisch abbaubare Ersatzfäden. Das abgeschnittene Gras könnten wir jetzt entweder direkt in den Rasen hineinkehren oder zum Beispiel mit so einem Laubsauger aufsammeln. Und hier ist natürlich der Tipp, dass das Gras am besten nicht nass sein sollte, da es dann doch relativ stark an diesem Pflasterstein zum Beispiel kleben bleibt. Als Alternative können wir das abgeschnittene Gras natürlich auch in den Rasen einfach hineinspülen und somit haben wir dann auch schon unsere Rasenkante richtig abgeschnitten. Wenn du dir für zu Hause so einen Rasentrimmer oder auch einen Ersatzfaden in den verschiedensten Stärken oder natürlich auch biologisch abbaubar zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.